Bei einer Verkehrskontrolle in der Innenstadt bemerken Ilka Fischer und Gino Meyer eine telefonierende Autofahrerin. Das scheint allerdings nicht das einzige Vergehen zu sein. Wie sieht das denn aus? Hallo! Hallo! Kommen Sie mal bitte raus! Kommen Sie mal aus dem Fahrzeug raus, ja? Oh, nee, kommt eine Luft raus. Oh, puh! Lehnen Sie sich am Fahrzeug an. Geht's Ihnen gut? Mir geht's gut, ja. Ja? Nicht, dass Sie hier gleich umfallen. Nee, alles gut. So. Wo ist denn Ihr Führerschein? Führerschein und Fahrzeugschein hier. Sagen Sie es mir nur, ich hol's dann schon. Nee, gibt ein kleines Problem. Mein Portemonnaie wurde mir geklaut. Und deswegen kann ich. Und da mussten Sie einen drauf nehmen auf das Geklaute. Ich hab nicht getrunken. Ja. Ich hole mir mal gerade das Handy von der anderen Seite, weil telefonieren am Steuer geht gar nicht. Deswegen haben wir Sie in erster Linie erstmal rausgezogen. Ich habe nicht telefoniert gerade. Ja, ich hör da draußen im Fahrzeug raus, da schreit noch jemand uns. Nee, das ist eine Sprachnachricht. Also ich habe wirklich nicht telefoniert. Mein Kollege guckt mal nach, alles ist gut. Was haben Sie denn an Alkohol getrunken? Gar nichts. Schönen guten Tag, hier ist die Polizei. Mit wem spreche ich? Aufgelegt. Ja, ist klar. Super. War klar. Okay, also Alkohol sagt sie, hat sie nicht getrunken. Wann haben Sie das letzte Mal den Alkohol getrunken? Letztes Wochenende vielleicht. Ja, das kommt nicht hin. Das kriegen wir nicht hin. Okay, ich würde vorschlagen, wir machen einen Alkoholtest. Ja. Ist das Ihr Auto? Ja, das ist mein Auto. Das ist Ihr Auto. Mhm. Okay, wie heißen Sie? Ich heiße Elaine Weller-Günther. Ich schreibe das einmal auf. Die junge Dame kann sich kaum auf den Beinen halten. Während sie sich den Dreck an dem Auto auch nicht erklären kann, taucht plötzlich die Tante der alkoholisierten Fahrerin auf. 8.06.78, das kommt aber nicht hin. Was machst du denn hier mit dem Auto von der Elaine? Schönen Tag. Geht's dir gut? Wer sind Sie? Ich bin die Tante von der Julia. Von ihr? Katja, du musst bestimmt ganz schnell nach Hause. Sie sagten gerade Elaine. Sie hat sich gerade vorgestellt als Elaine Weller-Günther. Nein, also Julia ist die Stieftochter von der Elaine. Und warum bist du etwa Auto gefahren? Nimm du sie mal zur Seite. In der Zeit mache ich den Atemalkohol. Ja. Ja? Kommen Sie gerade einmal zu mir. Was ist denn passiert? Ja, wir haben hier eine allgemeine Verkehrskontrolle. Ihre Nichte, habe ich das jetzt richtig verstanden? Nichte. Ja, ist hier in Schlangenlinien auf uns zugefahren. Das ganze Auto sieht reichlich schrammig und sehr vermüllt aus. Ist hier was passiert? Also ist am Auto, nicht, dass hier irgendwie was. Nee, sie sieht ja erstmal aus, dass sie ziemlich betrunken ist, eigentlich ganz gut aus noch, ne? Aber nee, die darf das nicht. Noch gar kein Auto fahren, die hat überhaupt noch keinen Führerschein, die ist 17 Jahre alt. Ja, das habe ich schon vermutet, weil wie 78er Baujahr sieht sie nicht aus. Feste. Nee. Das ist auch das Auto von meiner Schwägerin. Okay. Nee, Julia. Recht. Das geht Rechnet gar nicht. Hast du für Infos? Ja, genau. Das Auto gehört ihrer Schwester. Schwägerin, Entschuldigung. Also das ist die Nichte. Die ist 17 Jahre alt, also nichts 78er Baujahr. Aber das ist logisch, ganz klar, ne? Gut, aber warum die jetzt hier so auftritt und warum sie jetzt so betrunken ist? Das weiß ich, das ist auch überhaupt gar nicht ihre Art. Da gibt es bestimmt eine Erklärung für, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Oh, 1,2 Promille hat schon mal was. Halten Sie sich gut fest. Ilka Fischer kontaktiert die Leitstelle, um zu erfahren, ob der Wagen als gestohlen gemeldet ist. Dann löst sich das Rätsel um den Unrat auf dem Auto. Oh mein Gott! Alles gut, alles gut. Machen Sie langsam. Nicht, dass Sie noch stürzen. Alles gut. Was mit Ihnen? Was gut? Halten Sie ja die Verrückte fest. Was denn los? Warum galoppieren Sie denn hier so? Erzählen Sie mal. Mein Name ist Hans Krüger. Ich wohne da hinten. Ja. Die fährt hier durch die Straße wie der Vize-Weltmeister im Slalom fahren. Das fährt meine Mülltonne um. Ja und. Okay. Alles in Ordnung mit Ihrer Mülltonne? Ja, warte, die kann sie gleich einräumen. Wer war das denn? Nee, alles gut, junge Dame. Gibt's denn eigentlich sowas? Einen Führerschein wird die 17-Jährige in absehbarer Zeit wohl nicht bekommen. Das Motiv für die Irrfahrt ist allerdings nach wie vor ein Rätsel. Aber eins müssen wir jetzt mal erklären. Also bei 1,2 Promille muss einiges an Alkohol geflossen sein. Also das kommt ja nicht von ungefähr. Und dann setzen Sie sich noch irgendwie hinter das Lenkrad und fahren noch durch die Gegend. Warum denn? Da muss ein Grund hinter sein. Nein, das ist Schwachsinn, was Sie so aufgebritzelt, wie Sie aussehen, sind Sie weg gewesen. Ich war nicht weg. Ich wollte jetzt gerade Brötchen holen gehen. Dafür machen Sie aber fein zum Brötchen holen. Mhm. Darf ich noch mal gerade auf Ihr Handy schauen? Vielleicht geben Sie mir das mal von vorne raus. Warum wollen Sie jetzt mein Handy haben? Kommen Sie mal. Wir schaffen das zusammen. Nicht umfallen. Genau. Machen Sie mal. So. Mal die Tür hier zu. Geben Sie mir mal Ihr Handy, bitte.
Ja. Alles in Ordnung? Julia, was Schatz, was Julia, ist denn los? Wer sind Sie denn jetzt? Ich bin der Vater. Ach so, okay, dann erstmal an die Tochter ran. Was ist denn los mit dir? Alles okay, Papa, ist nichts passiert. Warte, was ist hier passiert? Wie kommst du an Lenz' Auto? Was ist? Du bist hier, das erstmal wieder zurück. So. Okay, kommen Sie einmal kurz zu uns. Kommen Sie mal zu uns. Was ist denn jetzt los? Machen Sie mal auf. Julia. Machen Sie doch mal. Steigen Sie mal aus. Raus. Nein. Julia, bist du bescheuert? Jetzt komm da raus. Stell dich nicht so an. Ich glaube, du bist uns eine Erklärung schuldig, junge Dame. Mach schon. Ich glaube, jetzt ein bisschen ruhiger. Vielleicht kommen, was ist denn hier passiert? Vielleicht kommen Sie einfach mal hier rüber. Können Sie mir sagen, nehmen Sie die zweimal. Sie sind zwar aufgebracht, aber gehen Sie mal bitte zu Ihrer Schwester. Das ist alles was man lösen kann. Hast du sie raus, ja. Ja, ist alles gut. Alles gut. Alles gut. Kommen Sie mal her. So, alles, was man lösen kann. Okay? Einsperren ins Auto bringt auch nichts. Die 17-Jährige gesteht, das Auto ihrer Stiefmutter genommen zu haben, um zu einer angesagten Party zu fahren. Der Vater ist entsetzt über die Tat seiner Tochter. Was denkst du dir denn, das Auto zu klauen? Es tut mir leid, Mann. Und auf Party zu fahren? Es war so, sie hat mich darum gebeten, dass ich sie auf die Party lasse. Aber ich habe ihr das nicht erlaubt. Dann bin ich schlafen gegangen und ich nahm an, dass sie auch schlafen gegangen ist. Wenn ich mal kurz dazwischenfunken darf. Also Sie haben ihr nicht erlaubt, auf die Party zu gehen? Nein, sie ist ja noch minderjährig. Und es war auch eine ziemlich weite Entfernung. Mein Mann war auf Geschäftsreise. Okay. Wir waren den ersten Abend zusammen alleine. Und ja, da musste ich eben auch vernünftig. Ja. Und wenn ich das gerade richtig mit dem Geburtsdatum gelesen habe, Sie haben auch heute Geburtstag. Ich habe heute Geburtstag. Hast du deiner Mutter ja ein herrliches Geburtstagsgeschenk gemacht, deiner Stiefmutter. Mit Sicherheit. Ja. Sie muss heimlich meine Autoschlüssel entwendet haben. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke trotzdem. Also zum Geburtstag. Das ist nicht kein schöner Geburtstag, das können Sie mir glauben. Mann, auf der Party war Till und keine Ahnung. Aber Julia, Till ist dein Schwarm. Also mit Till möchtest du zusammen sein, oder bist du schon zusammen? Nein. Oder? Nee, okay. Du hast jetzt wegen einem Jungen ein Auto geklaut, obwohl es hier verboten hat. Ohne Führerschein, du bist doch kurz vor deinem Führerschein. Ja, deswegen und dann trinkst du auch noch. Du kriegst doch niemals einen Führerschein. Ich weiß, dass nichts passiert ist. Ja, das bin ich auch. Was haben wir denn alles für einen Unsinn gemacht, als wir jung waren, gerade wegen der Liebe und so? Aber es hätte was passieren können. Sie hätte, das ist doch kein Argument. Aber ich glaube jetzt ganz ehrlich, wir beruhigen uns jetzt alle mal. Genau, das Problem ist jetzt, wir können jetzt nicht aus der Welt schaffen. Getrunken hat sie jetzt, sie ist mit dem Auto gefahren. Sie hat Gott sei Dank weder sich noch jemand anderen verletzt. Die Mülltonne, ne, da kriegen wir hin, da ist auch nichts Großartiges kaputt gegangen. Tatsächlich werden wir jetzt Folgendes machen müssen. Jemand wird uns begleiten müssen. Wir werden einmal gleich zur Wache fahren. Sie hat einen relativ hohen Alkoholwert. Wir werden da einen Arzt kommen lassen müssen, der wird eine Blutprobe entnehmen. Weil sie nicht volljährig ist, müssen wir sie als Erziehungsberechtigten dann einmal dabei haben. Ja, selbstverständlich. Haben. Das Autofahren können wir natürlich jetzt hier ihr auch nicht mehr zulassen. Irgendjemand wird das dann übernehmen. Das kriegen wir schon. Ne, übernehmen Sie dann. Alles andere, ich glaube, in dem Zustand jetzt und der Situation macht jetzt wenig Sinn. Sie sollten da wirklich mit ihr im Ruhigen, vielleicht heute Nachmittag, heute Abend oder morgen oder die nächsten Tage mal drüber sprechen, was jetzt hier vorgefallen ist. Und du wirst dich da tatsächlich darauf einstellen müssen, sobald wir es den Führerschein jetzt nicht haben. Die 17-Jährige muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Alkoholeinfluss, Gefährdung und Verkehrsunfallflucht verantworten.